Moin moin zusammen und willkommen hier bei meinem neuen Uploadplan. Auch ich muss ab und zu mal meine kleinen Änderungen hier durchführen. Jetzt ist es mal wieder soweit. Ohne groß rumzureden, fangen wir gleich hier mal an. Also, erstmal die Einblendung für euch. Natürlich sortiert nach Wochentagen. Ebenso auch die Uhrzeiten. Änderung bei den Uhrzeiten ist wie folgt. Wie ihr seht, 13:30 kommen die ersten Folgen raus. Die zweiten Folgen waren bisher bei 16:30. Das wurde jetzt ein bisschen vorgezogen auf 16 Uhr. Dafür eine dritte Sparte 18:30. Die wird zwar fast ausschließlich dem Gorondor Talk am Montag vorgehalten sein, aber das ist ja egal. So, fangen wir einfach mal an. Erste Einblendung für euch 13:30, damit ihr mal seht, wie das in der Woche jetzt so aussehen wird. Dieser Plan wird so auch die nächsten Wochen und Monate Bestand haben. Bedeutet für euch, ihr könnt euch ganz genau daran orientieren, wann, wo, was, wie, warum kommt. Von dem Plan werde ich auch soweit nicht abweichen. Wenn Änderungen auftreten, dann spontan und die werden höchstens für Sonntag sein. Also 13:30 Uhr seht ihr Sticks an festen Tagen, ebenso auch Spore an festen Tagen. 16 Uhr nach wie vor vorbehalten für 7 Days to Die, sei es jetzt Survival oder das Octangulum. 18:30 Uhr wird montags immer, wenn ich dann genügend Material dafür zusammen habe, das muss dann auch irgendwie spontan passieren, wird Gorondor Talk erscheinen. Und ansonsten, wie ihr seht, für zwischendrin und mittendurch soweit, auch da jedes Mal nach Lust und Laune. Es kann also sein, dass da hin und wieder mal nichts kommt. Der Sonntag wird jetzt in Zukunft ein komplett freier Tag sein. Sollte irgendwo mal irgendein Spontanprojekt bei mir auftauchen, wo ich dann gerade mal Lust und Laune drauf habe, wird das Sonntag um 16 Uhr erscheinen. Sollte also bis Sonntag 16 Uhr nichts aufgetaucht sein, wird da auch nichts kommen. Aber geht mal in der Regel davon aus, dass dieser Tag leer bleiben wird. Dieser gesamte Plan wird ab den 19.01. in Kraft treten, da die nächste Woche noch die ganzen Special-Folgen zu der 1000-Stunden-Serie laufen werden. Das heißt, diese Woche wird das Ganze noch wie gehabt bleiben und danach wird es halt auf diese festen Tage aufgeteilt werden. Sollten Projekte abgeschlossen werden, wie zum Beispiel Spore oder Sticks, bei 7 Days to Die gehe ich nicht davon aus, dass da irgendwann mal irgendwas zum Abschluss kommt, dann wird das dementsprechend ausgetauscht gegen neue Spiele. Das ist eigentlich ganz klar. Zwischendrin und mittendurch, wisst ihr, sind immer so Sachen, die ich nebenbei mal so zocke. Das heißt, da wird es auch nicht wirklich zum Abschluss kommen. Und Gorondor Talk, Abschluss überflüssig. Also, ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid. Und wir sehen uns dann ab den 19. in neuer Konstellation. Und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.